Schon in der Antike faszinierte der Mars die Menschen. Wegen seiner blutroten Farbe bekam er den Namen des römischen Kriegsgottes Mars. Man nennt ihn auch den roten Planeten. Wie die anderen Planeten in unserem Sonnensystem bewegen sich auch Mars und Erde auf bestimmten Umlaufbahnen um die Sonne. Von der Erde aus betrachtet taucht der Mars in verschiedenen Nächten immer wieder an einer anderen Stelle am Himmel auf. Manchmal scheint er sich sogar rückwärts zu bewegen. Für die Bewegungen des Mars vor der Kulisse der Sternbilder fand schließlich um 1600 Johannes Kepler eine theoretische Erklärung, die noch heute gilt. Kepler postulierte: Die Planeten bewegen sich nicht, wie in der Antike angenommen, auf Kreisbahnen um die Sonne, sondern auf Ellipsen. Und ein Planet ist auf seiner Bahn umso langsamer, je weiter er gerade von der Sonne entfernt ist. Aufgrund der elliptischen Bahnen der Planeten überholt also die Erde den Mars alle 779 Tage. Befinden sich Sonne, Erde und Mars in einer Linie, so steht der Mars von der Erde aus gesehen in Opposition zur Sonne. In den Wochen vor und nach einer Opposition vollführt der Mars am Himmel eine Schleifenbewegung. Diese Planetenschleife oder auch Oppositionsschleife ergibt sich aus den Sichtwinkeln, die Mars bietet, während er von der Erde überholt wird. Die Zeit, bis der Mars nach einem Umlauf wieder dieselbe Position relativ zu den Fixsternen hat, seine siderische Umlaufzeit, beträgt 687 Tage. Die Erde braucht auf ihrer Bahn 365 Tage. Der Mars bewegt sich also auf einer elliptischen Umlaufbahn in knapp 2 Erdjahren, einmal um die Sonne.